Okay. Ja. Du weißt, wie gerne ich über nein, sowas rede. Nein, sind sie nicht. Aber ich hab zu tun. Sind sie nicht, okay. Weil ich halt quasi die ganzen Dialoge schon letztes Mal ausgewählt habe, halt ohne wirklich ja, gut, ein bisschen Verständnis. Du hast ja aufgenommen, von daher ist ja alles ja. Gut. Gespielt wie Flasche leer, Alter hier. Ich finde es aber schön, wie da die ganzen Siegel sind an den Seiten. Gespielt wie Flasche leer, Alter hier. Die man vorher alle gesammelt hat. Gespielt wie Flasche leer, Alter hier. Gespielt wie Flasche leer, Alter hier. Jetzt bin ich mal gespannt, kann ich an die E-Mails ran, ja oder nein? Weil letztes Mal konnte ich glaube auf mein eigenes Konto zugreifen, aber noch nicht auf die anderen. Hier muss ich aufpassen. Okay, gut. Du kannst. Eigene E-Mails hast. MP3-Player. Hi Leute! Ich kann meinen MP3-Player nicht finden. Den kleinen schwarzen. Sagt Bescheid, wenn ihr ihn seht. Ohne Musik kann ich nicht gut schlafen. Rebecca mit cooler Nerdschrift geschrieben. Man merkt richtig früher 2010er. Weil vor allem, ich hatte letztes Mal bei den E-Mails extra noch gesagt, hier Eva ist das E-Mail-Netzwerk, so danach vorbereiten, jetzt so einen Clip von Eva ist durch das Odyssey einzublenden. Dann habe ich quasi gemerkt, dass Eva ist durch so gesehen keine richtige Cutscene hat. Oder sonst was, sondern dass sie halt einfach nur in Atlantis halt steht, aber halt nicht mal einen Dialog hat. Zugang. Achtet darauf, im Verteiler zu bleiben. Guy Fawkes 23, Snowmass 84 und Juno 57. Beim finde ich auch, okay, weil Guy Fawkes ist ja auch wieder so ein Charakter, den ich mal richtig gerne in der Assassin's Creed Welt sehen würde. Endlich klein, weil ich ja heute gerade jetzt wieder hier V wie Vendetta gesehen habe und halt noch den Comic zu Hause habe. Wobei ich sagen muss, das ist halt eine der wenigen Fälle, wo ich halt den Comic wirklich besser finde als den Film. Und der Film ist ja schon sehr geil. Aber so Guy Fawkes mit den Assassinen so in einem Bund zu sehen. Das stelle ich mir sehr geil vor. Ich finde die Spitznamen von denen aber lustig tatsächlich. Vor allem Juno noch, weil Juno macht ja in diesem Spiel halt ihr Debüt. Mhm. Mal gucken, was bei gelöscht drin war. Lucy Simon. Montag. Animus-Sitzung alle. Nachschub Rebecca. Aufräumen Lucy. Tagwache Sean löst Lucy ab 15 Uhr ab. Dienstag. Animus-Sitzung alle. Aufräumen Sean. Tagwache Lucy löst Rebecca um 15 Uhr ab. Mittwoch, Animus-Sitzung alle, aufräumen Rebecca, Tagwache Rebecca, löst schon ab 15 Uhr ab. Donnerstag, Animus-Sitzung alle, aufräumen Lucy, Tagwache Sean löst Lucy ab 15 Uhr ab. Freitag, Animus-Sitzung alle, aufräumen Sean, Teamfrühstück vom meisterlichen Chefkoch Sean Hastings. Ist sie jetzt schon hier, Hackfresse Koch featuring Sean Hastings? Das ist sicher. Tagwache Lucy löst Rebecca um 15 Uhr ab. Samstag, Animus-Sitzung alle, Team-Meeting, Tagwache Rebecca löst Sean um 15 Uhr ab. Sonntag, Animus-Sitzung alle, wenn Desmond danach ist, Tagwache Sean löst Lucy um 15 Uhr ab. Schön, dass sie geschrieben hat, danke Lucy. Schön, dass sie geschrieben hat, wenn ihm danach ist, weil einen freien Tag sollte man dem guten Desmond ja auch mal gönnen. Ja, also die Erde wird zwar bald gegrillt, aber Sonntag bleibt Sonntag. Am siebten Tag hat Gott geruht. Ja, richtig. Der Tag des Heiligen Herrn. Genau. Jetzt bin ich mal gespannt. Yep, ich kann rein. Aber woher weißt du ihr Passwort? Keine Ahnung. Sehr gut. Okay, ich würde mal sagen, Problem ist halt einfach beim Eingang ist es halt, hier siehst du natürlich schon die ganzen Antworten, beim Ausgang siehst du halt das, was vorher geschrieben wurde, deswegen kann es halt immer ein bisschen verwirrend sein, wenn ich halt zuerst das eine oder halt das andere mache, deswegen würde ich mal sagen, erst sagen beim... Also versuchst du immer die passende Antwort auf die Mails. Ja, aber das wird jetzt in der Aufnahme nicht wirklich möglich sein, weil es wird so oder so halt Kuddelmuddel geben. Also die mit dem MP3-Player brauchen wir ja nicht nochmal vorzulesen. Nee, ich würde sagen, fangen wir erstmal beim Ausgang an. Desmond. Doch, nee, das ist jetzt von ihr, ne? Ja, oben ist der Betreff. Ah ja, ja. Desmond. Hey Lucy, Desmond hat gestern im Schlaf ziemlich laut gebrüllt. Es wird immer schlimmer. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber ich dachte, ich sag mal Bescheid. Rebecca! Ich muss sogar gerade schreiben, auf einmal hörst du, wenn wir so die Pender alles ganz ruhig, auf einmal hörst du in dem Zimmer, haben die kein Badmesser, was 8 Meter lang ist? Junge. Antwort, Joghurt. Sean hat beide gegessen, ich weiß es, weil er mich gefragt hat, ob ich einen haben will. Rebecca! So, hier ist von Lucy die Antwort auf die erste. Antwort Desmond. Ich hab's gehört, aber wir können nicht viel tun, bis wir unser Ziel erreicht haben. Ich weiß, es ist schrecklich und ich hasse es, aber es muss sein. Trotzdem danke.
Also die Mails im Runout sind halt noch ziemlicher Nonsense, quasi in den späteren Titeln, so ein ab Teil 3, wenn die dann immer interessanter, aber so hier ist es halt einfach nur so Smalltalk halt. Aber ab da sind es ja auch noch das Einzige, was das Spiel irgendwie storymäßig vorantreibt in der Hub-World, also ja. Joghurt. Ich hatte heute Morgen noch 2 Joghurts im Mini-Kühlschrank. Jetzt sind sie weg. Ich habe Hunger und bin genervt. Also, wer hat sie genommen, Lucy? Ja, tja, ist doch einfach den Kühlschrank. Ich hatte mal 2 Joghurts. Da habe ich einen gegessen. Da war es nur noch einer. Joghurt. Lucy, ich bin ziemlich enttäuscht, dass du solche Anschuldigungen gegen dein Team äußerst. Der Vorwurf ist unfair aus der Luft gegriffen und ehrlich gesagt eine Beleidigung. Sean. Na, aber es könnte auch du sein. S. Punkt. Danke, Becker. Sean, du hast nächste Woche Aufräumdienst. Lucy. Extrablatt, Rebecca ist ein Templer. Extrablatt. Hier, bewaffnet euch mit Wissen. Ihr Mord. Einbruch. Rebecca ist ein Templer. Wer ist Rebecca? Was ist ein Templer? Gefunden, Sean. Toll, wunderbar. Jetzt sind wir alle viel, viel weiser als vorher. Der Schriftverkehr ist super, ja. Vor allen Dingen, die sehen sich doch fast ständig. Wieso schicken die Ariga? Hier sind, hier sieht man schon mal, bei seinem Eingang hatten wir alle schon gelesen. Ausgang hatten wir auch alle, so können wir bei Sean raus und gleich zu Lucy. Das Ding ist quasi diesen Wochenbericht, also, was sie jetzt machen, das Wochenplan. Den schicken wir halt einmal pro Sequenz, aber den werden wir jetzt natürlich nicht hier überall lesen. Okay, gut, wir sind durch, die hat auch nichts Neues mehr. Wow. Da merkt man wirklich, dass sie nur untereinander kommunizieren. Was soll da auch groß bei rauskommen? Ganz ehrlich, die sehen sich doch täglich. Wieso schreiben die sich überhaupt gegenseitig Mails? Wir sprechen später. Bitte geh jetzt da rein und finde den Apfel. Wir zählen auf dich. Weil ich sehe hier diesen blinkenden Stift und will wie bei Assassin's Creed 1 gleich einsammeln. Yes. Aber hier gibt es ja sonst nicht viel. Gibt es auf der, hier in der Hubworld in Monteregioni überhaupt irgendwie groß was zu entdecken? Na, quasi, wie gesagt, jetzt gibt's. Könnte man ja hier, glaub ich, schon die Plätze entdecken. Ich hoffe es. Sieht man eigentlich. Dass man die jetzt schon entdecken kann. Aber in der Hubworld quasi, es gibt die Gespräche, halt das E-Mail-Netzwerk, halt, gespielte Flasche Leeralter hier und es. Halt das Comlink, aber das hab ich ja schon. Und in irgendeiner Sequenz könnte man, glaube ich, hier mit den. Oh, keine Ahnung, mit dem. Boah, da sogar gehen. Okay, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es die Dinger schon gibt, weil ich weiß, dass hier die Federtruhe von Maria sein müsste, aber da ist sie nicht. Ich kann jetzt nochmal gucken, hier, weil ich weiß, dass vorne bei den Fahrrädern das Schwert von Mario sein müsste. Und wenn das dort auch nicht liegt, dann bin ich wieder zu früh. Ich denke, du bist zu früh wahrscheinlich. Ich denke auch, ab dem Punkt, wo die Dinger verfügbar sind, müsste das auch irgendwo angezeigt werden. Also ich glaube nicht, dass das einfach so an einem vorbeigeht. Nein, okay, ich bin wieder zu früh, weil ich glaube auch, dass du quasi, dass das mit dem Zeitlimit verbunden war, dass du irgendwie nur 10 Minuten rausgehen konntest und dann wieder drin sein musstest, weil ansonsten kommen die Templerstrahlen und entdecken dich und ja, Gibt's eigentlich, sieht man am Horizont eigentlich irgendwelche Städte oder so? Hast du da mal geguckt? Mich mal interessieren. Oder ist der Horizont einfach nur dunkel? Ich meine, es ist ja immer, glaube ich, Nacht, wenn man hier ist, ne? Ja, weil die dürfen ja so gesehen nur nachts rauskommen, aber ja. So. Die klettern mal nach ganz oben, aber versprechen kann ich nichts. Ist nur, es war ja auch kein Versprechen, aber generell hätte mich einfach mal interessiert, ob irgendwo da was zu sehen ist am Horizont. Aber das scheint alles ziemlich in der Pampa zu sein, Monteregioni. Ich habe nie jetzt geguckt, irgendwie auf Google Maps oder so. Gibt's das überhaupt? Doch, müsste es geben, ne? Wo das liegt, aber das. Ah, da hinten ist zumindest ein bisschen was zu sehen, so ein paar Städtchen. Da scheint eine etwas größere Stadt zu sein, aber sonst scheint es relativ irgendwo im Nirgendwo zu liegen. Ja, viel Land drumherum. Viel Land in der Mitte, ein typische Zivilisation. Yes. Ja, so wie man es halt gerne hat. Dorffeeling. Yes. Okay, so gut, wie ich gewohnt bin. Gut, wir können wieder rein in Animus. Okay, auf zu Ezio. Was ich übrigens auch gerade eben sagen wollte, was man gerade wieder in der Zwischensequenz gemerkt hat, ich finde es einfach auch, das ist auch so eine angenehme Sache bei dem Spiel, weil man irgendwie weniger sich so unangenehm fühlt, sag ich mal. Man merkt einfach, wie
schlau Ezio geworden ist oder wie voraussichtig, wie weise, sag ich mal. Ja, also er ist halt nicht so schwanzgesteuert wie im zweiten Teil. Also er denkt jetzt erst an die Assassinen und dann erst später an den, ja, an den Lord. Und vor allem, dass auch so Machiavelli ein paar Schritte voraus war. Und weil er derjenige war, der ihn geglaunet hat und nicht andersrum, ist es schon erfrischend. Also wirklich erfrischend. So, jetzt wollen wir mal sehen. Hauptstory-Mission gibt's überall. Hier Romulus-Riemen haben sich überall aufgetan. Ein Templer-Versteck gibt es. Ich würde sagen, wir gehen mal zuerst im Templer-Versteck. Die Templer-Verstecke, waren die auch von Anfang an drin? Ich weiß das gar nicht, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das DLC waren. Ja, ich meine auch, weil die Templer-Verstecke sind, glaube ich, Zusatz-Content. Was ich auch witzig finde, quasi durch das Da Vinci DLC kommt da später bei der Demon's Guild noch dieses Würfelspiel hier, Hazard, hinzu. Und dass das halt ein DLC war ja klar. Aber in der Demon's Guild, in diesem Tavernengebäude, gibt's auch eine Kurtisane, die auf dem Tisch tanzt, dass ich nie wusste, war, dass die zum DLC dazugehört. Also sprich, wenn man, glaube ich, dieses Da Vinci DLC nicht hat, man kann mit der nicht interagieren, nicht machen. Aber wenn man dieses DLC nicht hatte, scheint diese Kurtisane auf dem Tisch tanzend anscheinend gar nicht vorzukommen. Okay. Das sind kleine Details. Okay, gut, jetzt. Achso. Geguckt, ob da was ist. Nein, jetzt merke ich auch gerade, ich hätte gar keinen Schaden nehmen müssen. Ich hätte doch einfach hier runterspringen können. Stimmt, ja. Habe ich aber jetzt auch gar nicht drauf geachtet, tatsächlich. Oh, da sind sie wieder. Und hier haben wir die Elendsviertel. Oh ja, die Armenviertel. Wo man wirklich merkt, dass das so. Das halt hat so ein klein wenig Akon-Feeling. Aber bei Weitem ist es abgefuckt, wie Akon. Akon ist auch wirklich übel, ey. Also, als ich das erste Mal damals in Akon reingegangen bin, habe ich wirklich gedacht, was geht denn in der Stadt ab? Weil du hattest vorher so richtig belebte Städte, weil man kommt ja auch eigentlich so ziemlich als letztes nach Akon. Zumindest bin ich immer, glaube ich. Da wurde mir vor Facebook hier heute eine Nachricht angezeigt, dass irgendwie ein neuer Roman erscheint, aber nicht in Assassin's Creed, sondern halt in der echten Welt hier. Ja, der Fall von Akon halt richtig auch mit Tempelritter Kreuzner spielte so 1291, also 100 Jahre nach dem ersten Assassin's Creed, zeigt halt, wie die Tempelritter halt auch Akon verloren haben, wie dann somit dieser Kampf für das Heilige Land, also Jerusalem, für sie dann halt endgültig verloren war. Ah, okay. Bin ich mal gespannt. Oh Gott, das war knapp. So, okay, dann erstmal rein in Templerschatz. Und bitte nicht auf Zeit. Was ist so total unauffällig mit Kreuz? Ja, irgendwie diese Templer-Verstecke sind, sehr gute Verstecke. Okay. Jetzt nur noch, dass jetzt so die Tür zuknallt, aber sie immer noch drin ist, und dann will er weiterlaufen und bleibt so hängen. Legt sich aufs Maul, ist erstmal bewusstlos für mehrere Stunden. Nur das Ziel töten. Das heißt, du musst stealth bleiben. Das ist doch meine Herausforderung. Was ist, Kapitän Obst? Sei leise. Ich werde dich sehr reich machen. Ich habe einen Schlüssel auf dem Markt erstanden für den Torre della Milizia. Und wie macht mich das reich? Der Mann sagte, es gäbe einen Schatz in der obersten Kammer. Doch die Treppe ist baufällig. Ich brauche deine Hilfe, Wir sind nicht mehr allein. Also bringst du meinem Weib die Leiter? Ja, das mache ich. Du bist so ein guter Freund der Familie. Ich bin dir eine Belohnung schuldig. Darauf freue ich mich schon sehr, Capitano. Okay, jetzt weiß ich es wieder, das war definitiv ein DLC. Also das war nicht von Anfang an dabei. Nee, da bin ich mir auch. Ich meine, das wären DLCs gewesen. Es gibt, glaube ich, zwei Templer-Verstecke oder so, ne? Ja, ich glaube, es sind so zwei oder vielleicht auch nur das eine. Nur eins. Ja, okay, kann auch sein, dass es nur eins war. Ja, wir werden sehen. Ich bin mir auch nicht sicher, es könnte auch sogar nur ein Vorbesteller-DLC gewesen sein. Ja, wie halt die Copernicus-Verschwörung jetzt aber trotzdem dabei sind. Naja, ist ja auch egal, auf jeden Fall war es ein DLC, das ist Fakt. So, dadurch, dass es ein DLC ist, muss ich mich nicht fürchten, hier irgendwelche Borgia-Banner zu übersehen. Stimmt. Da gibt's, wenn dann, hier nur Schätze zu finden, und da wäre es jetzt kein Drama, weil die nicht mitgezählt werden. Ja, weil so ein Geld bisschen zusätzliches Cash Money. Ja, genau, weil man das Brotherhood halt sehr
Ja, ich brauche, wie gesagt, mehr Gebäude renovieren bedeutet halt mehr Geld. Und mehr Geld bedeutet immer schön Zeit sparen. Alter, siehst du, das ist doch... Stehe heute Nacht mit der Leiter bereit. Und, was ist mit meiner Belohnung? Assassino! Was war das? Ein Apfel, ein angefressener Apfel. Achso, ein Apfel. Los, wir halten ihn auf! Versuch es, komm schon! Ja, wisst ihr, ich darf mal... Jemanden aus ja, du darfst töten. Nur ihn töten. Ich finde es so, er hat einfach sein Schnauzbart, hast du dir den mal an? Nein! Ja, verdammt, es gibt einen Trick, dass ich da so, genau so springen kann und dann, Die eine Wache hat einen Besen in der Hand gehabt, hast du es gemerkt? Ja. Gut, ich wollte es nur an der Stelle machen. Ja, wie gesagt, immer noch bei weitem nicht so gut wie bei Assassin's Creed 2, wo man halt Rodrigo halt mit dem Besen gegenübertreten konnte. Ja. Das war natürlich auch gut, aber fand ich jetzt auch schon lustig, dass die eine Wache eben gerade nichts anderes da hatte, weil oder wahrscheinlich gerade zufällig den Gang gefegt hat und dann einfach das Erstbeste genommen hat, ihren scheiß Besen. Ja, da schon wieder. Ja. Aber das ist durchaus machbar, ohne jemand anderen zu töten. Wobei, ist es nicht bei diesen Dingern noch immer so, dass der Typ sich am Ende einschließt und dann da ein Haufen Gegner sind? Nee, wobei, das wird Das war in Teil 2, ob das jetzt hier auch so ist, weiß ich nicht. Ah, nee, okay, dann war das in Teil 2. Nee, dann verwechsel ich das. Oh Gott. Ja, und wie gesagt, diese Springen hier... Ja, das ist das, was ich halt meine, weil wenn die so diese geschlossene Formation bilden, dann kann man da einfach durchspringen, ohne dass sie einen erwischen. Der Schnauzer von dem Typ ist legendär. Katzo! Bleib mir vom Leib, Assassino! Bleib mir vom Leib, Assassino! Ja, okay, also jetzt sind wir hier im geschlossenen Raum, da kann er nichts mehr machen. Ja, jetzt kommt das Hinterherjagen. Oh. Vor allem Schlüssel beschafft, so als wenn der Schlüssel durch die Pistole ihn geflogen ist. Er hatte nie eine Chance mit dieser Pistole. Jetzt können wir uns mal seinen Schnauzer genauer angucken. Oh, ist ja nicht prächtig. Erinnert mich ein bisschen an Ronny. Ja, es hat so ein bisschen was. Ronny hat eine stattlichere Statur als dieser dünne Larry. Und er hat ein Fleischermesser. Oh. Also er ist schon gut auf den Spuren von Ronny, aber leider hat er die falsche Statur. Ich wüsste mal für die Zukunft, dass ich das mal Schwert schon oft genug gesehen hat, jetzt mal einfach mal den Dolch, also ja, die Kurz auf statt der Langkampf auf. Aber wie gesagt, Fleischermesser und du hast gewonnen. Ich find's halt schade, dass das Fleischermesser in... Ich weiß, in Brotherhood war es OP, aber ich weiß nicht, ob halt Revelations oder Teil 2 der Teil war, wo er halt noch ein bisschen... schwach dargestellt war. Auf jeden Fall, ich finde es halt schade, dass du das Fleischermesser in dieser beiden Spiele etwas schwächer dargestellt haben. Ich gucke mal unten nach Truhen und dann, danach können wir weiter. Ich hatte das auch gar nicht mehr so genau in Erinnerung, aber ich glaube tatsächlich, ja, von den Werten her war einfach das Fleischermesser das stärkste, ne? Ja, also im Brotherhood auf jeden Fall, ich weiß, dass es entweder in Teil 2 oder Revelations, das ist eins dieser Spiele gab, wo das Fleischermesser halt keinen Schadenswert von 5 hatte, sondern halt nur von 3 und halt nicht das stärkste war. Und bei den Schwertern ist es, glaube ich, die Schwerter von Alter Ir gewesen, oder? Oder war das Teil 2? Ja, Alter Ir war immer beste ever. Ich finde es schön, dass sie ihn auch noch in den Nachfolgespielen so gepreist haben. Oh ja. Vor allem, wie gesagt, hier sein Moment in Revelations, also das finale beste Assassin's Creed Moment ever. Boy. So, jetzt stell dir mal vor, du hättest Höhenangstmuster drauf. Nein, Ezio, falsche jetzt Richtung. Kommt noch eine schöne Jump'n'Run-Passage. Eigentlich finde ich das bei den Assassin's Creed-Spielen immer sehr schön, diese Jump'n'Run-Passagen. Da ist es eigentlich echt schade, dass es auch bei den neueren gar nicht mehr so oft darauf ankommt. Ja, weil du hast halt keine Stakes, du nimmst halt besonders bei Odyssey nach einer Weile keinen Fallschirm mehr. Also, ob du da jetzt runterfliegst oder nicht, ist vielleicht ärgerlich, ja. wenn du... in der Zeit gebraucht, das hochzukommen, du generell schon ein bisschen angepisst bist von mehreren Stunden zocken, aber ansonsten... Ansonsten ist es leider... Ja, es ist irrelevant geworden, ja, leider, muss man sagen. Aber das hat die anderen Assassin's Creed wie das hier immer so ein bisschen aufgelockert, dass du immer zwischendrin so eine Kletterpassage hattest.
Und ganz ehrlich, ich war damals wirklich beeindruckt davon, wie gut das Klettern geht. Weil davor hatte man ja nur irgendwelche, keine Ahnung, PS2-Spiele gespielt oder generell, ich kenne kein Sly Spiel, Cooper. bei dem man, genau, Sly Cooper. Aber das hier ist halt nochmal eine ganz andere Stufe als Sly, ne, was das Klettern angeht und so weiter. Okay, kann ich den Sprung nach hinten riskieren? Ja, yep, kann ich, weil da ist ein Schatz. Ich hab's eigentlich nicht bei Tomb Raider. Ja, bei Tomb Raider riskiere ich in Zukunft gar nichts mehr. Da kann ich ja nicht mehr riskieren, V-Sync anzuschalten. So. Jetzt die Frage. Wo geht's weiter? Ich glaube, ich muss wieder. Oder muss ich? Rück oder auf die andere Seite? Mama, du warst. Hier lang muss ich, weil. Ja. Da. Yep, ja, merkt, ja genau. Der Schatz lag sogar auf dem Weg, siehst du mal. War nicht mehr so richtig abseits. Wow. Und ich hab's auch geliebt, in diesen Innenräumen einfach zu klettern. Das kommt auch in den neueren Assassin's Creed selten vor. Ja, da hast du viel weniger Indoor-Missionen. Yes. Ich weiß noch, bei Odyssey, du hattest halt einmal hier den, wo du halt den Kult des Kosmos halt so gesehen infiltrierst. Was hattest du sonst noch für Indoor-Missionen? Ja, da bin ich halt raus, weil ich noch nicht so viele Hauptmissionen gemacht habe. Ich hoffe, da ist jetzt ein schöner Batzen Geld drin. Man sieht es natürlich nicht. Es ist so schön, die ganze Truhe liegt voll Geld und dann nimmt sie einfach nur so eine kleine Handvoll. Und weg ist er. Ja, das ist wirklich total komisch. So, und dann sieht man, ups, es hätte die ganze Zeit auch einen viel schnelleren Weg gegeben. Aber hast du mal ein bisschen Geld verdient? 4000, das ist doch mal was. Na, reicht für 3 Geschäfte. Immerhin. 3 Geschäfte sind 3 Geschäfte. Richtig, hättest dieses Add-on nicht, oder dieses kleine DLC nicht gegeben, hättest du diese 4000